Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Haare. Und zwar war ich letzte Woche schon beim Friseur Greving in Mannheim und habe mir Schnitt und Farbe so ein bisschen anpassen lassen. Aber heute ist der zweite Teil und ich nehme euch mit, denn es geht um was ganz Interessantes. Es geht um das Thema Extensions, aber nicht für Länge, sondern einfach für Fülle. Und wir werden meinen Bob so ein bisschen auffüllen mit ein paar Extensions und kleinen Farbakzenten. Also seid gespannt. Ich nehme euch jetzt mit und los geht's. Also das hier ist das Vorher-Zwischenergebnis und gleich sehen wir, wie das Ganze funktioniert. Und ich zeige euch den Laden in Mannheim noch ein bisschen. Friseur Greving findet ihr in Mannheim und Bad Dürkheim und dort bekommt ihr die beste Beratung in Sachen Farbe und Schnitt, aber auch Haarverlängerung und Haarverdichtung mit Great Length. Bei meinem ersten Besuch haben wir schon die richtigen Extensions rausgesucht und bevor wir jetzt ans Werk gehen, müssen meine Haare mehrere Male mit Reinigungsshampoo gewaschen werden. Nachdem Whoopi alles vorbereitet hat, werden die Extensions jetzt Strähne für Strähne angebracht. Dafür werden die Bondings aktiviert und sorgfältig Strähne für Strähne mit dem eigenen Haar verbunden. Aber auf was muss man eigentlich bei der Pflege der Extensions achten? Grundsätzlich ist wichtig, dass in Shampoos keine Silikone und keine Öle vorhanden sind, weil die dazu führen, dass das Bonding weich wird und dann einfach rausfällt oder die Haare rutschen. Ich trage einen Seitenscheitel und möchte auf meiner schwereren Haarseite etwas mehr Fülle und deswegen konzentrieren wir uns auch nur auf meine linke Kopfseite. Wie ihr seht, kommt man ganz schön flott voran und so hatte ich in kürzester Zeit 32 Haarsträhnchen mehr. Also ganz wichtig ist, alle, also zwischen 4 und maximal 8 Wochen, also wirklich maximal 8 Wochen zum Reinigungsschnitt zu kommen. Das bedeutet, das Eigenhaar, das ausfällt und hier in dem Bonding hängen bleibt, die Wurzel bleibt quasi hier oben hängen und wenn man die nicht abschneidet, dann verfilzen die Haare. Und da habe ich sie endlich, die langen Haare, aber das bleibt natürlich nicht so. Die Zottel werden im nächsten Schritt beseitigt, aber es gibt noch eine Kleinigkeit, auf die man bei Extensions achten muss. Und hier, das ist eine spezielle Great Length Bürste aus Holz. Die hat auch zwischendrin Naturborsten und oben drüber nochmal längere Borsten, damit man wirklich die Haare, die ausfallen und in dem Extensions drin hängen, gut rauskämmen kann. Das ist ganz wichtig dann auch mit der Great Length Bürste, die Bondings richtig zu bürsten. Dass die ausgefallenen Eigenhaare sich nach unten biegen und wir die beim Reinigungsschnitt dann ganz einfach abschneiden können. Hier seht ihr im Schnelldurchlauf, wie meine Extensions an meine Haarlänge angepasst werden. So habe ich ein paar Zentimeter mehr, aber vor allem auch die gewünschte Fülle, die ich mir schon lange für meinen Bob wünsche. Und dann sind wir schon beim Ergebnis angelangt. Hier seht ihr meine Haare vorher und dann nach dem ersten Besuch mit einer wunderschönen Farbe und einem tollen Schnitt. Und dann nach meinem zweiten Besuch mit meinen Extensions, mit mehr Länge, Fülle und auch tollen Farbakzenten, die meinen kompakten Bob etwas auflockern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet zum Thema Extensions und Haarfülle auch für kürzere Haare etwas dazulernen. Schreibt mir eure Fragen auf jeden Fall in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr Lust habt, gebt dem Video einen Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dahin, ciao!